Mama, hast du Bock auf eine kleine Mutprobe? Was denn? Wenn der Bingo-Bär da noch ist, ne? Ja. Dann darf ich dich filmen mit Bingo-Bär. Und ja. Du nimmst seine Hand und sagst zu ihm, es war schon immer mein größter Traum, dich einmal zu treffen. Und dafür kriegst du 10 Euro von mir. Du, weißt was? Das muss ich mir. 10 Euro. Das musst du dir das muss ich mir spontan überlegen. Das mache ich nämlich spontan. Hier, sie ist käuflich. Ja. Sie ist käuflich. Aber Bingo nicht für 10 Euro. Für wie viel denn? Ein bisschen mehr musst du schon mal rausspringen. Nee. Du kannst mir mein Essen bezahlen. Das ist doch 10 Euro. Ach ja, ich bin ja immer so bescheiden. Ja, das ist sogar noch weniger. Oh, der ja, Gyros-Teller nee, kostet nicht. 6 Euro. Ja, okay, wir bezahlen das Essen. Und streich sie noch so über die Wange. Ich bin jetzt schon auf 100 Dusen. Hoffentlich ist er dann noch, bitte. Ich bin jetzt echt schon auf 100 Dusen, bin ich. Oh. Ist der da dann wohl so privat oder steht da gleich so ein Wagen, NDR? Da steht so ein NDR-Wagen mit... Nee, du, er ist nicht gestylt, das haben wir schon gesehen. Ja, ich habe schon ein Foto von ihm gesehen. Er sieht ein bisschen normal aus, habe ich gehört. Aus. Ja, nicht so mit seiner Igel-Hopp-Frisur. Nein, und alles er ist gut. Nicht geschminkt. So, lass uns eben hier einmal kontrollieren. So, jetzt kontrollieren wir eben das Volk. Tankstelle ist leer, kein Mensch muss tanken. Du kannst, ich muss hier noch zur Bank. Ja, du kannst ja, ich muss hier hinten jetzt rauf. Ja, der ist auch, der steht da bei Schuhpark. Der steht bei Schuhpark. Ja, wir sehen es hier gleich. Da stand Pizza im Angebot 9,90 Euro. Ich bin enttäuscht. Aber du musst bedenken, die kostet sonst 18 Euro. Ja. Du, ich bin richtig enttäuscht, dass der Bingo-Bär jetzt nicht mehr da ist. Ja, wir haben hier so eine schöne Planung gehabt, ne? Ja. Du bist froh, ne? Nö. Mutprobe? Vielleicht hätten wir eben so vorbei rauschen können, dass wir vielleicht in 5 Minuten erledigt gewesen. Aber nicht, wenn da so viele Leute gestanden sind. Ich bin heilfroh, dass das nicht so ist. Er wieder so getan, als wenn er uns nicht kennt. Was hast du da denn schon wieder bestellt jetzt? Ein Karton. Das ist ein Rücksendekarton für dich. Das ist ein Kofferschrank. Wenn wir das nächste Mal verreisen, dann kannst du den Schrank so da reinhängen. Du, Papier hier rein, ab in der Garage. Ja. Wir haben so ein Gerät. Ich weiß nicht, warum du jetzt noch ein Gerät hast. Wir haben so ein Gerät nicht. Doch, haben Nein. wir. Das blaue. Das ist ein Kantenschneider mit Nylonfaden für 12 Euro gewesen. Willst du dies noch behalten als Verpackungsmaterial oder soll ich das erstmal wegschmeißen? Ja, aber dann habe ich in der Garage wieder so viele Kartons stehen. Ich mache mir gleich erstmal einen Dutt wieder, ne? Was meinst du denn? Oder soll ich den Zopf gleich so lassen? Mach, was du willst. Ich stelle den erst in der Garage und dann müsst du gucken, ob du das noch irgendwie... Wenn du das noch gebrauchen kannst, ansonsten ist weiter Müllabfuhr, dann packe ich das alles mit weg. Ja. Das ist echt dämlich. Weil das. Ja, hallo. So schnell kommst du, wenn ich dich rufe. Maja. Maja. Hi. Bist du so süß? Gehst du gleich auf deinen Platz? Gehst du gleich auf deinen Platz? Oh, du bist so hübsch, ne? So, komm. Zieh! Und zieh! Und
Clownsschuhe, aber das sind ja seine. Das sind seine? Das sind ja deine. Clownsschuhe, wieso? Ja. Wieso? Weil die Dinger aussehen wie von Tingeltangel-Bob. Die sind so lang und dünn. Ja, das ist noch Größe 42. Ja, das sind Tingeltangel-Bob-Schuhe. Die hatte ich erst zweimal an. Da habe ich einen Schnappi gemacht. 10 Euro, aber dann hatte ich sie erst zweimal oder so. So, ich bleibe jetzt beim Zopf. Ich habe mir das jetzt ein bisschen toupiert. Das nützt jetzt nichts. Da musst du jetzt durch. Ich gehe nämlich jetzt mit meiner Freundin, dreimal dürft ihr raten, essen. So, Manuel wird dann so lange bei ihrem Ehemann verbleiben. Die beiden haben sich ja schon so lange nicht mehr gesehen. Wir konnten so lange nicht über euch lästern. Nee. Wie lange jetzt nicht? Über ein halbes Jahr habt ihr euch nicht gesehen, ne? Ja. Da habe ich mittlerweile so viel über dich zu berichten. Da kommen wir mit einem Abend gar nicht hin. So. Alles zu, alles aus. Terrassentür war zu, ne? Ja. Tür ist zu. Tür ist zu. Geld hast, Handy vergessen. Siehste. Das ist ja nun wichtig, ne? Was soll das hier mit der Handtasche? Ja, die muss ich gleich hinten verstauen. Ich sehe ja sonst nichts. Was liegt da eigentlich schon wieder hinten drin für ein Ladepad? Ja. Wofür ist das denn? Wie, du sollst nicht mein Auto vollmüllen. Ich müll voll, was ich will. Du kannst auch noch das Lenkrad verstellen, ne? Weißt du, ne? Nee. Das weiß ich nicht. Da links ist ein Hebel. Unten. Hier. Unten. Links unten. Noch tiefer, links runter. Ja. Wenn du den rausziehst, ja. Zieh an. Jetzt kannst du das Lenkrad einstellen, wie du es haben willst. Rausziehen. Das ist doch reindrücken, cool. Rauf, runter. Oh, das ist aber hoch, ne? So wie du es am besten gebrauchen kannst. So. Und dann klackst du den wieder ein. Cool. Maja, du sollst da nicht immer auf der Straße laufen. Och Mensch. Maja, guck sie ihm an. Das ist doch nicht normal. Ja. Was läufst du hier mitten auf der Straße und du bist schon wieder nass oben auf dem Kopf? Natürlich, weil sie Dussel ist. So, nun geh da weg. Du wirst noch überfahren, Mensch. Tschüss. Tschüss, Fräulein. Oder willst mit? Maja, komm her. Komm her hier. Maja, tschüss. Mach mir Spiegel raus. Du fährst ohne Spiegel. Also sie passt überhaupt nicht auf. Guck mal, die Autos interessieren sie überhaupt nicht. Das interessiert sie überhaupt nicht. Hallo Mausi. Bist du besoffen? Was ist? Ja, weil... Ich bin müde. Müde? Du, was soll das? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da schon wieder sabbelst. Was ist das da mit deinem Spiel da immer? Gerade zu Hause muss man erstmal wieder ein paar Häuser da bauen. Da geht dich doch gar nichts von an. Nein, kannst ruhig weiterspielen. Wir wollten nur kurz Tschüss sagen. Leider haben wir den Bingo-Bären ja heute nicht mehr getroffen, ne? Gott sei Dank. Schade. Das hätte mir noch gefehlt wie Nagel im Kopf. Ich hätte den gerne getroffen. Ne. Viel zu anstrengend. Ich mag den. Und außerdem, wenn ich mich neben den stelle, dann werden wir mal verwechselt und keiner weiß mehr, wer wer ist. Und dann heißt das nächsten Sonntag, stehe ich da auf der Bühne und sage, herzlich willkommen wieder bei Bingo, der Umweltlotterie. Ich bin Michael Thürnau, Ihr Moderator. Heißt er eigentlich Thürnau oder Thurnau? Thürnau. Thurnau heißt er doch, Thürnau. Ohne Ü. Thurnau. Nee, Thurnau. Ist mir doch egal. Das muss ich erstmal googeln. Ich bin Michael Thürnau, Ihr Moderator. Schön, dass Sie wieder da sind. So, ich kann nicht mehr. Ich kann den Arm nicht mehr festhalten. Achso, Hose habe ich offen. Ja. Hab ich mitgekriegt. Hose hast du offen. Ja. Hose hast du offen. Deswegen können wir jetzt nicht Tschüss sagen. Doch, du hast doch schon Tschüss gesagt. Nee, da war dein Bauch
zusehen. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.